Bei eisigen Temperaturen in Leipzig kamen Bayern besser aus den Startlöchern und gingen durch Nationalstürmer Sandro Wagner in Führung. Eine feine Fußgelenkflanke von James Rodriguez köpfte Wagner lehrbuchmäßig gegen den Lauf von RB-Schlussmann Peter Gulexi ein, 12. Danach zog sich der Tabellenführer aus München aber immer weiter zurück und überließ den Sachsen das Heft des Handelns. 2 Minuten nach dem 1:0 hatte Yusuf Paulsen den prompten Ausgleich auf dem Fuß. Der Däne scheiterte mit seinem Heber an Bayern-Keeper Sven Ulreich, 14. Leipzig wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser und erarbeitete sich weiter gute Möglichkeiten. Timo Werners Abschluss kratzte Niklas Süle kurz vor der Linie, 27. 10 Minuten später dann der Ausgleich für Hausherrin. Keiter stand nach Werners Abschluss goldrichtig und verwertete den Abpraller an Ulreich vorbei zum 1:1, 37. RB blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker und belohnte sich nach einer knappen Stunde mit der fernen Führung. Timo Werner beendete seine Torflaute von 543 torlosen Minuten mit einem platzierten Schuss in lange Ecke, 57. Angestachelt vom Rückstand investierte der FCB wieder mehr ins eigene Offensivspiel. Arturo Vidal vergab nach Flanke von Joshua Kimmich aus 1 Meter große Kopfballchance zum Ausgleich, 68. Bayern präsentierte sich offensiv insgesamt ungewohnt harmlos und konnte sich bis auf einen verunglückten Kopfball von Hummels, 84. keine zwingende Torchance mehr erarbeiten. Trotz der ersten Bundesliga-Niederlage seit 4 Monaten haben Bayern weiter Aussicht, den 28. Titelgewinn nach der Länderspielpause mit einem Sieg über einen besonderen Gegner zu versüßen. Im kommenden Heimspiel ist der angeschlagene Herausforderer Borussia Dortmund zu Gast. Allerdings sind Bayern auf Schützenhilfe angewiesen, um Meisterschaft in der Heimat zu feiern. Vizemeister Leipzig meldete sich im Rennen um erneute Champions-League-Qualifikation zurück. Der Tweet zum Spiel, das fiel auf Bayern-Offensive auf Sparflamme. Der FC Bayern präsentierte sich in der Offensive lange Zeit wenig druckvoll. Bis zur 62. Minute schoss der Rekordmeister nur ein einziges Mal auf das Leipziger Tor. Erst mit der Einwechslung von Frank Ribéry und Robert Lewandowski versprühten Bayern etwas mehr Präsenz im Angriffsdrittel, ohne aber wirklich zwingend zu werden. Die Statistik: 900. Der FC Bayern bestritt sein 900. Auswärtsspiel in der Bundesliga. Die Bilanz des Rekordmeisters auf fremden Plätzen: 396 Siege, 250 Remis und 254 Niederlagen. Video: Man United mit Köpfchen, die Highlights gegen